Wibben. Oh, gesprungener Back Elbow von Leon van Gastel. Man sieht hier ganz deutlich, egal was für Schmerzen er im Knie hat, er will seinen Titel nicht aufgeben. Ja, das, was ich sagte, das sind die kurzen, harten Aktionen, die da kommen müssen. Und jetzt steht die ganze Halle 100%ig hinter ihm. Man jetzt Leon geht aufs oberste Seil. Oh, Top Rope Clothesline von Leon van Gasteren. Wieder eine kurze, harte Aktion. Beide liegen am Boden. Michael musste wirklich ein paar Aktionen hier einstecken. Leon natürlich die ganze Zeit schon die Schläge und Tritte und Haltegriffe gegen sein linkes Knie. Aber Leon steht schon wieder oben. Sofern man von Stehen sprechen kann. Aber er humpelt sich auf die Beine. Michael Knight kommt langsam nach oben. Leon will anscheinend jetzt beenden das. Der Cutter, nein, Knight kontert. Sehr schöne Kombination. Und das Cover. 1, 2. Mann, das war knapp. Technisch fantastisch ausgeführt hier von Michael Knight. Obwohl ich momentan eigentlich ihm das nicht mehr so richtig gönnen würde. Half Boston Crab jetzt. Ich muss ganz ehrlich sein. Michael Knight tut alles dafür, den Titel zu gewinnen. Aber er hat ihn nicht verdient. Mit seiner Art und Weise zu kämpfen, hat er es nicht verdient. Und er schreit hier immer wieder, Leon soll aufgeben, gib endlich auf. Immer wieder Aktion hier gegen das Knie. Leon versucht sich hier zu befreien. Und da tritt daneben und das Cover. 1, 2. Leon kämpft. Der Leon Cutter. Das muss es sein, jetzt roll dich rüber und cover ihn. Der Finishing Move von Leon van Gasteren. Oh, jetzt muss wirklich sofort das Cover folgen. Das dauert viel zu lange. Ich glaube aber, dass Leon gemerkt hat, dass das viel zu lange gedauert hat. Er konnte sich nicht aufgrund der Aktion, die einstellen, sofort rüberrollen. Deswegen will er jetzt mehr machen. Er will seinen Big Splash zeigen. Ja, er will vom obersten Seil. Was sehen wir da im Hintergrund? Das ist doch Masterpiece Marcellus. Greift ein. Der Ringrichter bricht den Kampf sofort ab. Was machen Forward und Masterpiece denn hier? Eingriff hier von Forward und Masterpiece. Ist das der Neid von Masterpiece, dass er jetzt in den Titelkampf eingreift oder was? Aber ja, Leon van Gasteren bleibt internationaler Champion. Aber ich verstehe das gerade nicht, was da im Ring geschieht. Forward greift jetzt hier den Ringrichter an. Also das haben wir auch noch nicht erlebt, dass der Ringrichter so attackiert wird. Aber ich verstehe das nicht. Michael Knight. Ja, Michael Knight war am Anfang, Masterpiece Marcellus war am Anfang der Veranstaltung ja schon sauer auf Leon van Gasteren. Ja, aber auch auf Michael Knight. Aber ich verstehe das nicht, was da im Ring geschieht. Ich meine, auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn Michael Knight aggressiver zu Werke geht, weil er den Titel unbedingt haben will. Aber das, was hier geschieht, geht mir viel zu weit. Ja, siehst du doch hier, Michael Knight sagt doch jetzt zuvor, komm, nicht solche Aktionen hier. Das wollen wir nicht sehen. Jetzt steckt Michael Knight auf Seil. Mit dem Gürtel in der Hand. Mit dem Gürtel. Schlägt auf Leon. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich da im Ring sehe, ist meine allerschlimmste Befürchtung, mein allerschlimmster Albtraum. Michael Knight beschimpft jetzt hier Leon van Gasteren. Was ist das? Wer ist das? Das ist X-Man. Der X-Man. X-Man kommt mit einem Stuhl. Hat noch keiner ihn bemerkt? Chairshot gegen Forward. Und Masterpiece und Knight hauen ab. X-Man kommt hier. Leon van Gasteren zur Hilfe. Wenn ich immer noch absolut schockiert bin, dass Michael Knight und Masterpiece Marcellus offensichtlich gemeinsame Sache machen. Ja, und Michael Knight gönnt sich jetzt hier erstmal ein Bier. Also das sind Szenen, die... Ich bin total fassungslos. Das ist ein absolut anderer Mensch. X-Man greift sich jetzt hier vorwärts und schmeißt ihn aus dem Ring hinaus. Nein, ich schmeiße ihn schon fast in den Ring wieder rein. Mit der Wucht. Leon rappelt sich langsam hoch hier. Hat den Stuhl in der Hand. Kann immer noch nicht auftreten. Ich dachte, jetzt schlägt er hier gegen X-Men. Ich verstehe das hier alles nicht mehr. Aber das Publikum sagt ihm gerade hier, X-Men hat damit nichts gemacht. Masterpiece Marcellus, Forward und Michael Knight verlassen hier die Halle.
als Team? Fragezeichen. Aber Leon ist immer noch amtierender Champion und ja, bekommt den Gürtel hier von X-Men überreicht. Ja, da sehen wir drei Mann am Entrance und zwei Mann im Ring. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die so keiner erwarten konnte. Völlig überraschend hier, aber weiterhin amtierender MWA-Champion Leon van Gasteren. Zumindest das. Er lässt sich hier bejubeln. X-Men gratuliert ihm. Und das sind natürlich Geschehnisse, die werden wir noch aufarbeiten. Demnächst, in den nächsten Wochen. Live hier bei YouTube. Das neue Format der MWA TV News. Da werden wir einiges erleben, da werden wir einiges sehen. Und weiter wird es gehen. Am 3. März des Jahres 2012 in der altwürdigen Hansehalle in Lübeck. Leon van Gasteren wird als Champion dabei sein. Es wird der 5. Geburtstag der Mad Wrestling Association. Es wird die 10. Ausgabe von Most Wanted. Es wird ein ganz besonderer Abend. Ich werde dabei sein. Mein Name ist Thorsten Simon. Und mein Name ist Frank Neumann. Und hier sehen wir, das Publikum feiert Leon van Gasteren, gratuliert ihm zu seinem Titel. Und nochmal der Hinweis an die MWA TV News. Die Geschehnisse werden wir alles nochmal aufarbeiten. Aber an dieser Stelle verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüss, bis dann.